Patient-Reported Outcomes ist das Berichten von Symptomen aus Sicht der Patientin. Der zentrale Punkt dabei ist eben, dass es nicht die Sicht der Ärzte ist, die die Symptome berichten, sondern es wird von den Patientinnen mit Hilfe von Fragebögen berichten sie ihre die Symptome und Nebenwirkungen zum Beispiel einer Erkrankung. Pro sind deshalb wichtig, weil wir haben ein sehr gutes Verständnis eigentlich, wie Erkrankungen in der Klinik sind, wie es den Patientinnen und Patienten in der Klinik geht. Aber wir haben das bisher nicht gemessen, wie das für Patientinnen ist, wenn sie zu Hause sind, nach einer Therapie, nach einer Erkrankung, im zeitlichen Verlauf, wie es ist zum Beispiel, wenn sie wieder ins Berufsleben einsteigen, nach 3 oder 4, 5 Jahren. Und das ist erstaunlich, dass man das bisher so nicht gemacht hat. Der Selbstbericht ist wichtig, zum einen mal für das medizinische Personal, um ein besseres Verständnis zu bekommen, wie es den Patientinnen und Patienten wirklich geht. Und andererseits aber auch für die Patientin selbst. Dadurch können wir Therapien anpassen, wir können Symptome frühzeitig erkennen und darauf reagieren. Ein Beispiel sind zum Beispiel Patientinnen mit metastasierten Brustkrebserkrankungen. Trotz aller medizinischen Fortschritte ist es immer noch so, dass eine große Zahl an Patientinnen im Laufe ihrer Erkrankung Metastasen entwickelt. Und mit Hilfe von PRO sind wir in der Lage, Symptome früher zu erkennen und können dann darauf reagieren, können Therapie anpassen, können die Lebensqualität der Patientinnen verbessern. Diese Studie kommt einerseits natürlich den Patientinnen zugute, die an dieser Studie teilnehmen, aber auch allen Patientinnen, die zukünftig eventuell an einem metastasierten Brustkrebs erkranken. Wenn Sie die Möglichkeit haben, an einem PRO-Programm teilzunehmen, dann tun Sie das. Sie helfen dabei sich, Sie helfen den Ärzten, die Sie betreuen, und Sie helfen auch allen zukünftigen Patientinnen.